Das ist so schade. Triple Frontline. Richtig mies für uns. Tassada. Genji und Tracer sind beide schlecht hier. Das war ein unglückliches Spiel. Keine Chance, da durchzukommen gegen die Triple Frontline. Ja, da Phyrexia echt nicht unterschätzen, macht schon extrem viel Schaden. Wir brauchen jetzt einen Tank und einen harten Damage-Dealer. Ein Tank. Okay, und jetzt noch einen Tank. Ja, das, was wir gewinnen, als nächstes reinpicken. Wir brauchen hier nicht pushen, glaube ich. Oriel, dieses Reich braucht mich. Ja, wenn Ming sich reinportet, ich werde auf jeden Fall, glaube ich. Okay, now we go in. Aus Ordnung folgt Gerechtigkeit. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Ach, Rega. Support und Heal. Also brauchen wir halt einen Tank. BTC. Okay, nice. Nanoboost kommt nicht mehr. Imperius. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Oh, fucking hell. Kira. Für die Horde. Und Jojo. Na gut, wenn Kira mich andockt, dann können wir das was clever spielen mit Dimension Shift halt. Ich kann mal überlegen, vielleicht doch Archon hier zu spielen. I don't know. Ich bin eigentlich jemand, der jetzt eher auf die Force Wall geht, weil die Force Wall halt einfach so viel Impact hat. Aber ich glaube, hier ist es egal, weil... Hier ist es, glaube ich, total egal. Ja, wir haben niemanden, der drauf engagieren kann. Das heißt, wir werden, glaube ich, Archon gehen. Ich glaube, ich gehe Archon. I think. Archon, um zweimal Dimension Shift einsetzen zu können. Ist, glaube ich, besser gegen Kira. Blöde ist, die haben auch hier. Das heißt, Kira kommt auf jeden Fall wieder, wenn wir sie tun. Es bringt eigentlich nicht so viel, wenn wir jetzt hier mit... Archon ist halt auf Level 20 auf der Map unglaublich mächtig, gerade wenn man das Objective hat auf seiner Seite. Aber erstmal da hinkommen, ne? Erst einmal Level 20 werden. Schauen wir mal, wie das Game wird. Ganz schön hart gedroppt, weil die Spiele, die in der ersten Hälfte passiert sind, ganz schön übel waren. Noch nie so eine schreckliche... Na, wo haben wir...
Ich habe schon echt viel erlebt, aber das war. Das war echt nervenaufreibend. Gucken, wir machen das Game noch und dann noch eins und dann haben wir, glaube ich, auf. Hart gedroppt, aber jetzt geht es erstmal darum, die Season irgendwie abzuschließen im Platin. Ich war nah dran an Diamond. Sehr nah dran. Hab zwischendurch mich absichtlich droppen lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da noch nicht hingehöre, da ganz nach oben. Weil ich einfach zu viele Fehler mache. Heute war es deutlich besser. Nicht so viele Fehler gemacht. Könnt ihr es hören? Das aber ist immer noch ein großes Problem. Dieses eine Tracer-Game war richtig, richtig gut. Würde ich mal selbst behaupten. Der Wille des Templars spielen. Wir haben genug Wave-Clear im Late-Game. Wille des Templars hat sich als super, super stark gerade herausgestellt in den letzten Games. Diese Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Ich mag das doch. Ich freue mich auf Mittwoch. Mittwoch müsste eigentlich ein neuer Patch kommen. 5, 4, schauen wir mal. 3. Balance 2, Update. 1. Zumindest ist es angekündigt. Heute wird unser Feind seinen Ahnen. Und ein paar Wochen später kommt dann der große Knall. In Form von Tassada, maybe, und Diva. Okay, gleich mal hier hart ins Gesicht. Schön abmounten. Sagara da mit ihren Bane-Links reinballert. Erstes Blut vergossen. Okay, ich komm runter. What the fuck? Das tat weh. So soll es geschehen. Von 0 Uhr 20 bis 8 Uhr. Ach du Scheiße. Geh mal weg, Arthas. Warum sind die jetzt alle hier? Entscheidet euch für ein Talent. Hart gefällt. Weg. We need. Bis, denkst du, wird der nächste Hero? Was es der nächste Held sein wird. Ich hoffe, Lady Vash. Die Geister verraten mir, dass unsere das ist die Räuber Naga. Wir brauchen dringend mal eine Naga. Es gibt eine Liste, wo Blizzard die 10 meistgewünschtesten Helden aufgelistet hat. Die könnte man sich mal bei Gelegenheit anschauen. Gucken, vielleicht können wir das mal morgen machen oder so. Mal morgen nicht, aber am Mittwoch. Hier die Geist machen gerade. Wir müssen das Gefängnis des Feindes einnehmen und gleichzeitig verhindern, dass sie unseres erobern. Alter, das hämmert richtig rein. Wenn die mich einmal trifft, dann ist aber echt nicht. Ist nicht so gesund für mich.
jagt wie ein Wolf. Ein vortrefflicher Tod. An 19. Treff die Talentwahl. Nice. Asmodan holt den Kill. Sitzen aus 3-0 für uns. Willst du Mitte noch schnell klären? Die Allianzhunde greifen unser Gefängnis an. Verriegelt den Käfig wieder. Alter, das tut richtig weh, wenn ich mich mal treffe. Unser Gefängnis ist an die Allianz gefallen. Macht euch bereit, ihrer Kavallerie zu begegnen. Oh, das ist natürlich jetzt unglücklich für uns, wenn Archon spielen. Wieder Isera, oder? Heißt, aussehe wie aus dem Arakuren Traum. Weißt du, wen ich meine? Ja. Meinst die Drachendame. Yes. So, Reinhard von Overwatch steht auf der Liste, das weiß ich. Baal aus Diablo. Das sind die, die mir momentan zumindest in Erinnerung geblieben sind. Ich muss mal Solo-Lay machen, das ist ein bisschen schlampig, was ich hier mache. Den Stacks geholt. Oh, Keltas. Und Asmodan lassen sich auch wegholen. Eieieiei, die wollten doch den Boss machen. Kann leider nicht mithelfen, Guys. Ich hab nichts mehr. Kann vielleicht slowen, das war's aber auch. Okay, weg hier. Unser Vorkehr zu den Elementen zurück. Archimond glaube ich nicht, dass der kommt. Ich glaube, dass es Lady Vashtan wird, weil von der wissen wir schon einiges. Allein deswegen, dass Sounddateien bei ihr schon vorhanden sind. Von da ist es durchaus wahrscheinlich, dass sie kommen kann. Aber ich glaube, wir werden jetzt erstmal keinen Held mehr bekommen, also bald. Jetzt kommt erstmal der Tassa da und Diva Rework und dann werden wir vielleicht mal wieder einen neuen Helden kriegen.
Unsere Krieger brauchen Hilfe. Befreit sie, damit sie wieder für uns kämpfen. Okay, wir sind Level 13. Mal gucken. Warte, der kriegt halt jetzt ordentlich 6. Wie viel hat er denn? 153, okay. Ich werde das mal aufpassen. Maybe. 2 Sekunden. Unsere gefangenen Krieger wurden endlich aufgespürt. Wir müssen los. Macht er da oben? Warum ist hier keiner? Tod. Die Allianz wird versuchen, den Käfig geschlossen zu halten. Back. Why? Wir haben die Kontrolle über das Gefängnis verloren. Holt es euch von diesem feigen Allianzland zurück. Sind halt wieder ready, müssen auf Arthas warten. Ah, der Menschenschiff ist jetzt out. So nice. Wählt ein Talent. Kill. Gut gekämpft. Chaos. Ich hab leider nichts mehr. It's Batman. Gefängnis der Allianz eingenommen. Was? Zieht mit unseren Räubern gemeinsam in den Kampf. Okay, nochmal zum Brunnen gehen. Never mind, ich muss weggehen. Ist ja scheiße. Also bei Reaper wollte ich Party feiern. Stellt euch der Kraft der Horde! Reaper? Oh, ich weiß nicht. Reaper ist ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ein Overwatch-Held kommt. Ich glaube, dass entweder ein Diablo-Held kommt oder dass Lady Vash kommt. Ich würde Lady Vash halt echt toll finden. Mein Gott. Akku Level 20 rückt immer näher. Die Allianz erzittert vor uns. Das war der letzte Schlag, den ihr der Horde versetzt, Zwerg. Ihr ehrt die Horde. Und jetzt zum Rest der Allianz. Alter, sind die nur mit einem Kill rausgegangen.
unten eigentlich die pushen? Noch mehr unserer Krieger wurden gefangen genommen. Wir dürfen sie nicht dem Feind überlassen. Sicher, sicher. Die machen was. Ich habe die gefangenen Orks gefunden. Ich zähle auf euch, um sie da rauszuholen. Den Boss. Passt. Wir können es uns nicht leisten. Obwohl, wir können es auf Alter bekommen und uns leisten, das Keep zu verlieren. Das ist nicht so wild. Moin. Entscheidet euch für ein Talent. Doppelkill. Nice. Zagara pusht rein, was soll sie machen? Haltet aus! Kämpft bis zum Ende! Unaufhaltbar! Sturmlatzen, Schwächlinge! Stellt euch hier in meiner Burg, wenn ihr euch traut! War das Arkon? Die Allianz will einen Krieg. Den soll sie haben. Und ihr könnt den Frostwolf-Clan nicht besiegen. Donner! Diese schwächlichen Allianzler haben euch also endlich Einhalt geboten, ja? Nice! Das ist ein Kill. Sehr schön von Kaitas. Jetzt bist du tot. Das war ein richtig harter Fail von dir, Kaitas. Was hattest du nicht machen? Und vor allem, du hast halt nichts mehr. Das war doof. Das war richtig blöd von dir. Das war nicht gut gespielt vom Kater. Das hätte er sofort weggehen müssen. Ich meine, er hat den Kill geholt an Auriel und jetzt hat er uns das Ding wieder weggeschmissen. Holy shit, ey. Das war richtig mies vom Katie. Ah, das Tor da unten zu holen wäre nice, Osmo. Letztens habe ich sogar beim Taxifahren Fan von dir dabei. Der hat im Taxi seinen Stream geguckt und dann so, ey, doch, Eli. Der dann so, naja, feier den. What the fuck? Das ist echt unangenehm. Es wird mehr als das benötigen, um den Frostwolf-Clan aufzuhalten. Oh oh. Wissen, we have a big problem. Fuck. Ja, 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 ich komme. Die sind alle unten. Eins.
dass noch mehr unserer Frostwölfe festgehalten werden. Sie müssen befreit werden. Frostwölfe gehören nicht in Ketten. Holt sie aus dem Käfig und schickt sie wieder aufs Schlachtfeld. Wir haben ein Fort eingebüßt. Loktaoga, wir haben unser Gefängnis zurückerobert. Minions. Hey, kommt keiner mehr. Getötet. Ein guter Tod. Doppelkill. Es war vorher. Dreifachkill. End this fucking game. Das hat er. Ich höre, wie der große Rabengeist des Landes mit uns jubelt. MVP. Muss ja mal so langsam los. Dann wünsche ich dir was, Vanessa. Eine schöne Zeit im Taxi. Und ich hoffe, du hast nette Gespräche und einen angenehmen Arbeitstag, in Anführungsstrichen. Guter Abend. Guter Morgen. Wie auch immer. Und wir sind wieder zurück. Ich glaube, wir lassen es jetzt auch mal. Ich hatte eigentlich vor, noch ein Game zu machen, aber wir sind wieder Platin 3. Alles ist okay. Das war nochmal ein richtig cooles Spiel mit Tassada zum Abschluss. Arkon hat hier richtig geknallt. Die waren relativ gut. Die Sagara hat uns hier den Gar ausgemacht. Auf jeder anderen Map wäre das, glaube ich, unser Ende gewesen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir auf Altwerk Pass einen Core haben, der seine Lebenspunkte regeneriert. Von daher ist das nicht so wild, wenn dann das Keep mal down ist. Sollte man natürlich nicht auf die leichte Schulter gehen, nehmen, aber es ist trotzdem besser als auf jeder anderen Map. Wenn der Boss durch rusht, ist es kein Problem erstmal. Und den Fighter weiterzunehmen war schon richtig. Schade, dass wir den Boss da oben nicht bekommen haben, aber wir haben das Game dann am Ende doch noch gewonnen. Der Arkon hat richtig durchgepfeffert. Hatte ich, glaube ich, die richtige Entscheidung hier. Asmodan viel Erfahrungspunkte geholt. Super guter Arthas, schön aggressiv gespielt. Das war nice. Okay, ich denke, wir haben heute unser mit Abstand bestes Tracer-Game aller Zeiten gehabt, weil das nahezu perfekt gespielt war. Ich glaube, das sollte ich als separates Video mal hochladen, weil das super, super, super gut war, um mich mal selber zu loben. Da habe ich wirklich mal alles richtig gemacht. Hier und da gab es auch ein paar Sachen, die man noch verbessern könnte, aber das war ein nahezu perfektes Game. Ich schaue mal rein, wie es gelaufen ist. Tracer hat Punkte gut gemacht. Genji bleibt leider bei 41% und Tassada
Ace-Codes oder 50%. Das gefällt mir. Ich mag das, Alter. Den kann man immer wieder gerne mal reinbummern. Wenn man Archon spielt, dann wird es halt schwierig im Late-Game. Aber, beziehungsweise im Early- und Mid-Game, dann machst du gar keinen Damage. Im Late-Game bist du halt eine absolute Macht. Da zerstörst du die einfach so hart mit Archon. Richtige Entscheidung, dann den Archon, mit dem Archon den Boss zu verteidigen und dann das Ding aufrecht zu halten, um damit durchzupushen. Gut funktioniert hier. So, ich verabschiede mich. Morgen gibt's wieder Journey to the Savage Planet. Mal gucken, ob wir das Ding beenden. Freue mich drauf. Nochmal so richtig schönen, chilligen Abend mit Journey to the Savage Planet. Am Mittwoch werden wir einen neuen Helden uns anschauen, was die Builds angeht. Ich habe ja schon zwei Guides gemacht zu Sylvanas und Alarak. Und die beiden brauchen auch noch ein bisschen Unterstützung, was die Builds angeht. Deswegen werden wir uns als erstes den Alarak anschauen. Das heißt, Mittwoch ist Alarak-Time. Wenn wir ihn spielen können, dann werden wir das tun. Und werden uns dann mal ein paar Builds anschauen von dem. Das mit Imperius fand ich alles ganz cool, dass ich das jetzt so durchgemacht habe. Ich jetzt am Wochenende denn, oder die Zeit nutzen, während Alarak am Rumtun ist. Bei Imperius war noch ein bisschen... Ich will nichts versprechen, aber mal gucken. Gut, ich verabschiede mich. Ich bin weg. Dann bis zum nächsten Mal. Dir wünsche ich eine schöne gute Nacht oder eine schöne Taxifahrt, Vanessa. Und ansonsten, ich bin weg. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Hotz ist dann wieder am Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Tschö.